Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 zurück in die Master League. Endlich mal wieder gegen den Terran. Was ist denn hier los? Nur Terrans hier heute unterwegs. Haben alle anderen aus dem Spiel gemobbt, wie es aussieht. Und die Zergs haben sich in die GM verpisst. Leider viel mehr Wahres dran, als mir lieb ist. So, wieder ein Terran. Wieder kein Good Luck Fun vom Gegner. Das lässt ja schon wieder auf einen Funky Monk schließen. So. Gucken wir mal, ob dem auch so ist. Da ist die Barracks. Da ist kein Gas und da ist ein Gas. Also nur ein Gasbild. Das ist doch schon mal erfreulich. Zumindest für den Anfang. Nummer 2 für ein schönes Gesprayer. Nicht Echsen. Echsen verboten. Gucken, ob er sich dran hält. Wäre mir eigentlich gar nicht so recht. So, kein Chronobust. Hier rumfahren. Cybercore nehmen. Aber ich kann doch lieber hier bauen. Zurück auf die Minerals. Pylon bauen. Ah, war spät der Pylon, ne? Mal gucken, ob er sich bemerkbar macht. Also noch sind wir nicht Supply Block sozusagen, denn wir können noch gar nichts anderes bauen gerade, aber wird doch sehr eng mit der nächsten Probe, aber reicht. Ah, gerade nicht, aber das ist in Ordnung. Und ich hätte eigentlich noch ganz gerne ein zweites Gate. Das hat mir nämlich eigentlich ganz gut gefallen die letzten Spiele über. Trotzdem mussten wir einen Stalker. Ganz kurze Zeit hier keine Production. Von Probes. Natürlich jetzt nicht ideal, aber auch nicht so schlimm. So, Nexus ist gleich da. Das heißt, wir sind nicht Supply Block. Trotzdem hätte ich ganz gerne hier einen Pylon. So, das ist hier die Reaper Defense. Und 4 runter. Und wir gehen auch runter. So. Das Ding. Ich weiß, es ist jetzt sehr oft das gleiche Opening, aber das liegt einfach daran, dass ich nur PVTs bekomme. Ich habe kein Walkgate angefangen. Das ist nicht so optimal. Gebe ich zu. Wo ist denn hingegangen? Das ist so weit weg. Da verfolge ich ihn doch nicht weiter. Nur boosten das mal, weil wir haben jetzt echt spät angefangen. So, und wie gesagt, wir wollen Blink gar nicht zum Killen. Das denke ich, habt ihr in den letzten Folgen schon mitbekommen, dass das gar nicht meine Absicht ist. Sondern um sicher zu sein und vorne ein bisschen zu pressuren, falls der Gegner ein bisschen gierig ist. Hätte auch ganz gerne hier einmal eine Shield Battery. Das ist schon fast ein bisschen spät dafür, ich weiß. Das ist jetzt Nummer 2. Wir brauchen mal nochmal 2 Stalker, weil beim Mob geht es zu spät ist. Und wir wussten dafür das. Das Blöde ist halt, es könnte halt schon ein Warp Prism auf dem Weg. Schon ein weg mit Widowmines auf dem Weg sein. Ein bisschen aufpassen. Link braucht noch eine Weile.
Weiß auch noch gar nicht, ob ich jetzt das nochmal Krone boosten will. Natürlich wäre es nett, wenn wir mit Blink vorne wären, aber... Ja, komm. Machen wir jetzt auch. Oh, da kam was. Okay, war da Reaper. Ist hier hin. Wo ist denn der Observer? Warum ist der immer so lahm? Wie ein Bonker? Ja, hat er. Ah, steht oben, oder? Ich bin trotzdem hier hoch. Aber zwei Tanks war schon mal viel wert. Wenn ich jetzt noch vernünftig genagelt hätte, wäre es sogar sehr viel wert. Habe ich aber nicht. Ich meine, es war jetzt nicht brutal schlecht beim Makro, weil ich immerhin die dritte auf den Weg gegeben habe und... Oh. Nein, schieß doch da drauf! Ja, der ist jetzt echt schon gelandet. Das ist schlecht. Damit ist er nämlich, was das angeht, deutlich vor mir. Ja, sehr gut. Warum bist du mit auf 1? Nein! Ich brauche mehr Gates. Schön was anschießen und weg. Es geht hier eigentlich nur darum, ihn ein bisschen zu beschäftigen. Aber wir haben schon auch viel verloren gerade. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Warum habe ich jetzt keinen Storm mehr? Der Kampf ist um, Herr Unter, dein Leben für
Oh. Das ist schlecht. Eigentlich geht es hier nur darum abzulenken. GG. Haben wir jetzt genug Terran gespielt? Ich hoffe. Ich hoffe. Der war sogar Maße 2? Auch mit Terran? Warum? 179 zu 191. Das finde ich komisch. Aber gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich stelle auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielleicht das nächste Mal ohne einen Protoss. Einen Terran. Protoss wird auf jeden Fall dabei sein, weil das bin ja ich. Hier oben rechts in das Folge klicken und jetzt alles auf mir und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.